Stefan Heim kam am 10. April 1913 in Chemnitz in einer jüdischen Mittelstandsfamilie zur Welt. Sein Leben spiegelt, wie das kaum eines anderen, die Brüche, Zumutungen und Hoffnungen des 20. Jahrhunderts wider. Was er in seiner Eröffnungsrede als Alterspräsident des Deutschen Bundestages 1994 so formulierte: Ich selber habe den Brand gesehen. Kurz darauf musste ich Deutschland verlassen und sah es erst in amerikanischer Uniform wieder. Ein Überlebender. Und kehrte Jahre später dann in den östlichen Teil des Landes zurück, in die DDR, wo ich auch bald in Konflikte geriet mit den Autoritäten. Und wenn einer wie ich mit dieser Lebensgeschichte sich jetzt von hier aus an Sie wenden und den 13. Bundestag, den zweiten des wiedervereinten Deutschlands, eröffnen darf, so bestärkt es meine Hoffnung, dass unsere heutige Demokratie doch solider gegründet sein möchte, als es die Weimarer war. Heim war sein Leben lang Antifaschist, Demokrat und Sozialist. Er hat nie geschwiegen, hat sich eingemischt als Schriftsteller, als Journalist, als Soldat, als Mahner und Politiker. Er war bissig, kritisch, ironisch, aufbrausend, rhetorisch begnadet, störrisch, widerständig, weise. Er hat sich herrschenden Doktrinen oder Ismen nicht gebeugt, noch sich vereinnahmen lassen. Wir wollen das Lebenswerk von Stefan Heim würdigen und gründen ein Festkomitee zu seinem 100. Geburtstag. Wir laden alle ein, sich daran zu beteiligen. Lasst uns Stefan Heim ehren, indem wir uns nutzen, um es mit Brecht zu sagen. Wie ich noch jung war und hineingekommen bin in das, was der Dr. Merz genannt hat, Pubertät, wenn er meinen Eltern hat erklären wollen, meine beschuggenen Reden und meine Bleichheit im Gesicht, habe ich werden wollen berühmt. Ich habe nicht gehabt eine athletische Figur. Ich habe ausgesehen eher dicklich und meine Füße sind mir durcheinander gekommen, wenn das Klavier gespielt hat, einen Dreivierteltakt in der Tanzstunde. Und mein Profil ist nicht gewesen kühn oder markant. Also ich bin nicht gewesen besonders attraktiv. Weil wir gerne einen Prozess in Gang setzen möchten, der zu Erinnerung, zur Würdigung aus Anlass des 100. Geburtstages von Stefan Heim im nächsten Jahr hinführen soll. Ich habe ging über die Grenze, über die Berge, danach der Schneeberg, auf dem die Sonne brannte durch die Wir wollen hier
zwei Dinge eigentlich ansprechen. Das eine ist, was ist jeweils der Zugang eigentlich zu Stefan Heim oder wie sind die, die wir hier sitzen, zu Stefan Heim gekommen, literarisch gekommen oder auch persönlich? Persönlich hatte ich leider nicht die Möglichkeit, aber literarisch vielleicht auch gleich drei Worte zu sagen. Und was ist es dann aber auch, was mit Blick auf den 100. Geburtstag 2013 ja, ein Anlass wäre, eine Form wäre, oder was ist es besonders wert, an Stefan Heim zu erinnern und was ist die dafür angemessene Form? Für mich als jemand, der aus der sogenannten alten Bundesrepublik kommt, war wahrscheinlich Stefan Heim derjenige Autor der DDR, den ich in der Zahl der Bücher zumindest am meisten gelesen habe. Ich habe da nicht Buch geführt, aber ich glaube, es war so. Und zwar, ich bin nicht ganz sicher, wie das immer so bei Erinnerungen ist, wenn man insbesondere in sehr jungen Jahren anfängt zu lesen, dann baut man sich vielleicht hinterher die Erinnerungen um. Aber jedenfalls, ich meine, es war The Crusaders, auf das ich zuerst gestoßen bin. Das Buch, was die Landung in der Normandie der Westalliierten behandelt, aber dann natürlich auch andere Bücher wie Fünf Tage im Juni. Und was mich, aber das ist jetzt alles sehr subjektiv, deshalb höre ich auch gleich damit auf, immer besonders beeindruckt hat, später der König-David-Report unter Hass war. Aber wie gesagt, das ist mein Einstieg gewesen als jemand, der in der Bundesrepublik Stefan Heim als einen dort ja nun wirklich viel gelesenen DDR-Autor kennengelernt hat. Meine Frage jetzt aber an Sie, Frau Ohlig, sozusagen, gut, Sie kommen aus Chemnitz, Sie sind Vorsitzende der Stefan-Heim-Gesellschaft, aber auch Sie werden ja einen Einstieg, einen Weg zu Stefan Heim gehabt haben, zum einen, und zum anderen, was sind Ihre Vorstellungen als Stefan-Heim-Gesellschaft mit Blick auf den 100. Geburtstag? Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Als erstes, damit ich das keinesfalls vergesse, möchte ich an dieses Gremium und an die Gäste die herzlichsten Grüße der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ausrichten, die diesen Termin heute leider nicht wahrnehmen kann. Sie bedauert das und wünscht der Veranstaltung viel Erfolg, viele gute Ideen für 2013. Ebenso unser Kulturbürgermeister Philipp Rocholt, der zwar in Berlin ist, aber in Sachen Hartz IV unterwegs, und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, Stefan Heim würde das verstehen. Ja, die internationale Stefan-Heim-Gesellschaft, eine ganz junge Gesellschaft, 2009, wie bereits erwähnt, gegründet. In der Geburtsstadt, in der Heimatstadt Stefan Heims, und ich darf Inge Heim nochmal zitieren, als die internationale Stefan-Heim-Gesellschaft in Chemnitz gegründet wurde, sagte Inge Heim, ich glaube, damit wäre ein Traum Stefans in Erfüllung gegangen oder ist in Erfüllung gegangen. Wir sind also stolz, dass wir die internationale Stefan-Heim-Gesellschaft in Chemnitz haben und tun unser Bestes, um das Werk Stefan Heims zu pflegen, zu verbreiten, wissenschaftlich aufzuarbeiten. Wir exportieren, wir machen Export den Offizieren, wir machen Export, das Kriegsspiel ist ein gesunder Sport. Wir exportieren, die Herren exportieren deutsches Wesen. Stefan Heim, jemand, der etwas eigentlich Selbstverständliches gemacht hat, was aber überhaupt nicht selbstverständlich ist. Er war in verschiedenen Systemen immer im Widerspruch zu diesem System. Und ich finde es, also mit mir fällt eigentlich jetzt keine zweite ein, bei der oder dem das in dieser Art und Weise so gewesen ist. Also gegen den Nationalsozialismus, dann gegen die amerikanische Politik in den 50er Jahren, dann in der DDR, war ja einer der prominentesten Oppositionellen, und nach 89 war eigentlich wieder ein scharfer Kritiker des Status quo. Und das ist erstmal eine Haltung, die ich sehr bewundere, zumal wenn man sich dann anschaut, was konkret er gesagt und getan hat, und das sozusagen parallel und natürlich auch immer in Abhängigkeit
zu seinem literarischen Schaffen. Und da gibt es, hat er wirklich viele Bücher geschrieben. Ein paar wichtige sind schon genannt worden. Also für mich waren diese 5 Tage im Juni, das ist ja meines Wissens leider nie in der DDR erschienen, dann wäre dieses, das hätte dem Land sehr gut getan. Das gehörte zu meinen ersten Buchwünschen, die ich in den Westen geschickt habe. Und das wurde dann also auch unter der Hand immer weitergegeben, sensationellerweise. Das war aber andersrum, das war immer eine Sensation, wenn dann doch im Osten ein Buch von ihm erschien. Für mich war der Ahasver ganz wichtig. Ich erinnere mich noch an diese Szene, wenn der sozusagen der Teufel jemanden aus der Leipziger Straße hier in Berlin holt. Das fand ich sozusagen als Literaturverständnis, wie man mit Mythos umgeht. Das war eine große Anregung, natürlich der König David Bericht, aber auch beispielsweise sein Buch über Lasalle, das fand ich sehr wichtig. Das wurde uns nochmal im Geschichtsunterricht, da ging es eigentlich um das Cover und die Lehrerin versuchte dann aber den Namen abzudecken. Also sie zeigte uns das Cover, wo ihr dann Lasalle als, doch bourgeoise Erscheinung gezeigt wurde und dann rutschte aber das weg, da sagt, oh, Stefan Heim. Er war als Autor für mich und für viele andere wichtig. Und es ist halt wirklich ein Glücksfall, wenn so eine Haltung und so ein Werk so zusammenfinden. Ich bin ihm leider nur einmal persönlich begegnet. Das war wenige Wochen vor seinem Tod in einem offiziellen Rahmen, kurioserweise im Bundeskanzleramt, wo ich damals das erste Mal da war. Und das ging damals um den Afghanistan-Krieg, der bevorstand, und es war für mich ein unglaublicher Trost, dass jemand wie er da war, der natürlich auch mit diesem ganz anderen Wissen da saß, mit einer ganz anderen Souveränität und Abgeklärtheit und trotzdem so voller Engagement und Zorn und Klarheit. Das war eine sehr schöne Begegnung, ging es ja schon nicht mehr gut, aber es war für mich ganz wichtig, ihn da einmal persönlich getroffen zu haben. Und ich kann einfach nur sagen, es ist ganz wichtig, dass er in unserem Bewusstsein bleibt, in unserer Lektüre, in unserem Hiersein. Und es sind jetzt, glaube ich, 11 Jahre, die er tot ist. Er fehlt nach wie vor. Vom Staatsgymnasium bis zur Redaktion der Volksstimme der Dresdner Straße ist es ziemlich weit. Der Kulturredakteur, der Genosse Karl Mayer, öffnet ihm persönlich die Tür zu seinem Büro. Karl Mayer also liest das Blatt, wiegt den Kopf. Das ist böse. Das werden Sie uns übel nehmen. Aber wir werden es trotzdem drucken. Nur als Ingo gesprochen habe und gesagt hat, ihm fällt niemand ein, der immer im Widerspruch stand zu der jeweiligen Regierung, fiel mir natürlich sofort Einstein ein. Mit einer Ausnahme, während der Weimarer Zeit ließ er sich benutzen für die Regierung, weil er wusste, was die Alternative war. Meine Bezug zu Heim ist nicht sehr tiefgehend, das hatte ich schon gesagt. Ich bin keine große Heimkennerin, habe vor vielen Jahren Ahasver gelesen, aber neulich erst, diese 5 Tage im Juni, hat mich hingehauen. Sowohl als Beschreibung wie auch Beschreibung bestimmter Zustände, die vielen gut getan hätte und immer noch tun würde. Wie aber auch, muss ich sagen, als eine altmodische Form der Literatur, die sehr wohl verdient, wiederbelebt zu werden. Es ist aus der Mode gekommen, aber ich finde, diese Art Geschichte, historische Romane zu schreiben, extrem wichtig. Mich hat auch sehr bewegt die Reaktion auf seine Bundestagsrede. Und für mich ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass ein Institut wie das Einstein-Forum in einer Zeit, wo, wie ich sie erlebe, die Verteufelung des Sozialismus eher wächst als das Gegenteil,
dass wir etwas beitragen zur Erinnerung an Stefan Heim. Also konkrete Vorschläge habe ich nicht. Ich bin nur hier, um zu sagen, das Einstein-Forum trägt sehr gerne etwas dazu bei. Der ungarische Volksaufstand 1956 schien nicht ohne ideologische Folgen. Die Arbeiterräte, die in den Budapester Betrieben entstanden waren, wirkten fort in den Köpfen der Arbeiter in Ostberlin und der Republik und in gewissem Sinne auch im Kopf des Schriftstellers Stefan Heim. Das Telefon läutet, er nimmt den Hörer ab. Genosse Heim? Die Stimme und aus heiterem Himmel? Ja, Genosse Ulbricht? Können Sie mich mal besuchen kommen? Ich glaube, Genosse Ulbricht, Ihr Terminplan ist voller als meiner. Ja. Könnten Sie vielleicht gleich kommen? Ja, Genosse Ulbricht. Soll ich Ihnen einen Wagen schicken? Ich fahre selber, Genosse Ulbricht. Aber lassen Sie den Posten am Tor informieren. Mach ich. Der Posten am Tor salutiert. Irgendein Uniformierter geleitet Stefan Heim die Treppe hinauf. Ulbricht wartet, bis der Schriftsteller Stefan Heim den Weg zu ihm hin zurückgelegt hat. Dann deutet er auf den Stuhl übers Eck, stumme Einladung, Platz zu nehmen. Greift unter den Tisch, zieht eine Aktentasche hervor, entnimmt ihr ein in Butterbrotpapier gewickeltes Bändchen und einen grünen Apfel und klappt ein Federmesser auf und sagt: Sie haben wohl nichts dagegen, Genosse Heim, dass ich was esse. Der Genosse Ulbricht führt, wie diese Mahlzeit zeigt, ein bescheidenes Leben. Genosse Heim sieht ihm zu, wie er bedächtig kaut und genüsslich schluckt. Er ist gespannt, ob der große Mann ihm nicht vielleicht ein Stück Bämmchen anbieten wird oder ein Viertel von dem Apfel. Aber das kommt ihm nicht in den Kopf. Und der Genosse Heim ist versucht, ihn zu fragen, ob er nicht eines der Telefone auf dem Schreibtisch benutzen dürfe, um sich in der Kantine des Hauses eine Bockwurst zu bestellen. Doch befürchtet er, das könne dem Genossen Ulbricht missfallen, und so unterlässt er es. Der Genosse Ulbricht, ein Stück von seinem Apfel noch zwischen den Fingern, weist auf den Stuhl, auf dem der Schriftsteller Stefan Heim sitzt. Auf dem Stuhl da hat vor ein paar Tagen noch der Harich gesessen. Harich Wolfgang, zugleich mit Stefan Heim ausgezeichnet mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie, ist vorvorgestern verhaftet worden. Eine Verschwörung, heißt es, gegen die Partei und den Genossen Ulbricht. Aber wussten Sie denn nicht, dass Harich bereits unter Überwachung Ihrer Polizei stand, Genosse Ulbricht, als Sie ihn einluden? Es ist nicht meine Gewohnheit, erst bei der Polizei anzufragen, bevor ich jemand zu mir lade. Ach, damit haben Sie wohl die Vertrauensfrage gestellt, Genosse Ulbricht. Da will ich Ihnen mal was verraten. Es gibt in diesem Lande nur zwei Menschen, die absolut und hundertprozentig zuverlässig sind. Ulbricht, sofort interessiert, hebt den Kopf. Ja, wer? Nun, Sie und ich. Bei Ihnen wissen Sie es, Genosse Ulbricht, und bei mir weiß ich's. Bei den anderen wissen wir es nicht mehr so genau. Na, ganz so schlimm ist es vielleicht doch noch nicht. Aber schlimm genug. Und deshalb hat der Genosse Ulbricht nun eine Idee. Er will, wie in Ungarn, auch in der DDR Arbeiterräte haben in den Betrieben. Und der Schriftsteller Stefan Heim soll das mal vorschlagen in seiner Kolumne in der Berliner Zeitung. Und er, Ulbricht, wird auf diese Initiative hin eine Konferenz einberufen zur Schaffung solcher Arbeiterräte. Und Stefan Heim wird wiederum in seiner Kolumne über diese Konferenz berichten. Ja, und so werden wir das machen. Stefan Heim wendet ein, es möchte vielleicht praktischer sein, wenn der Genosse Ulbricht die Gewerkschaften, die ja vorhanden sind, zu lebendigen demokratischen Organisationen sich entwickeln ließe. Ulbricht winkt ab. Ich will aber Arbeiterräte. Dann findet wirklich eine Konferenz statt im Haus des FDGB am Kölnischen Park. Und es spricht da nicht nur der Genosse Ulbricht, sondern auch der Genosse Heiner Rau und der Genosse Herbert Warnke, der Chef der Gewerkschaften. Und unten im Saal befindet sich der Schriftsteller Stefan Heim und hört sich ihre Reden an und ein paar eingelernte Reden anderer Unbekannter. Und er fragt die Leute, die zufällig in seiner Nähe sitzen, wer sie denn delegiert habe zu dieser Konferenz. Und sie sagen ihm, das wüssten sie auch nicht. Jemand in ihrem Betrieb sei zu ihnen gekommen und habe sie angewiesen. Fahre nach Berlin, Kollege, und melde dich dort und dort. Und Stefan Heim schreibt seinen Bericht über diese seltsame Konferenz und veröffentlicht ihn, wie versprochen,
des Sonntags in seiner Kolumne. Und am Montag schon ist alles vergessen. Und nie wieder hat einer etwas gehört von Arbeiterräten in der DDR. Es dauert eine Weile, bis er das Spiel des Genossen Ulbricht begriff. Er war Dialektiker. Er kannte sich selber und die Klasse, aus der er stammte, und er wusste, wenn er sich an die Spitze einer Bewegung stellte, dann war dieser Bewegung die Spitze abgebrochen. Als Thomas Nord mich eigentlich auf die Idee gebracht hat, da ist ja der 100. Geburtstag, da kommt ja das Jahr 2013, Stefan Heim, da muss eigentlich wirklich was Außerordentliches gemacht werden. Da fiel mir sofort ein, was ich bis auf den heutigen Tag nicht vergessen habe, Stefan Heim betreffend. Das ist einmal das jetzt ja schon weitlich zitierte Buch über die Tage im Juni, aber zum anderen wirklich die Art und Weise, wie dieser Mann als Alterspräsident den Deutschen Bundestag eröffnet hat und wie er behandelt wurde, wie der demokratische, parlamentarische Umgang mit ihm stattfand. Ich war damals Chefredakteurin Fernsehen beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Und es ist mir bis auf den heutigen Tag in den Ohren und im Hirn, wie über den Mann hergezogen wurde von Kollegen, Chefredakteuren des Bayerischen Rundfunks, des Südwestrundfunks, und die anderen haben den Mund gehalten. Es verstieg sich zum Beispiel der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks damals von einem Auslandsaufenthalt von Stefan Heim zu reden, nachdem er dann nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt wäre. Also das ist eine für mich, die ich ja auch aus dem Westen komme, zentrale Situation gewesen, wie man mit einem Schriftsteller, dessen Bücher man im Westen gedruckt hat, verkauft hat, den man gefeiert hat, wie andere Schriftsteller der DDR auch, wenn denn ein Buch von ihm im Westen nur veröffentlicht wurde, als ein Beispiel dafür, wie viel Unterdrückung den Schriftstellern in der DDR zuteil wird, wie man den in dem Moment, wo er sich positioniert in einem politischen Feld, das einem nicht genehm ist, das einen stört inmitten des militanten Antikommunismus und Antisozialismus, wie man mit dem dann umgeht. Und es gibt in dem Buch von Daniela Dahn, Wehe den Sieger, ein kurzes, wie ich finde, hochinteressantes Kapitel über den Abend vor der Bundestagsrede und dann dem Tag, dem Morgen der Bundestagsrede, wo Stefan Heim und seine Frau Stasi-Akten zugeschickt bekommen haben, die man gleichzeitig natürlich der Presse lanciert hat, um eine Verstrickung zu konstruieren, um diesen Mann, den Alterspräsidenten des Parlaments, zu diffamieren und vielleicht so zu entmutigen, dass er am nächsten Tag nicht als Alterspräsident und Mitglied der PDS-Fraktion den Bundestag eröffnen wird. Und die Idee von Daniela Dahn, Franz Sodan, der auch hier ist, mit dem ich in der letzten Zeit viele interessante Lesungen und Collagen gemacht habe und mit dem wir auch beim Fest der Linken jetzt gewissermaßen so eine Ouvertürenlesung machen werden am 16. Juni. Wir denken über ein Projekt nach, das sozusagen im Moment den Arbeitstitel trägt, ein Tag,
im Leben von Stefan Heim und dass diesen Abend, Vorabend, die Nacht und den Morgen vor der Rede als Alterspräsident des Parlaments als dramaturgischen Rahmen nehmen soll, der einem dann gleichzeitig die Möglichkeit gibt, zurückblenden auf das Oeuvre, zurückblenden auf andere Stationen der Biografie. Und ich denke, dass uns da etwas Hochinteressantes auch von der Form her gelingen könnte, nämlich Lesung, Texte und dann übergehen in Videomaterial. Im Allgemeinen gibt man heutzutage gerne in Videomaterial als Illustration über, aber hier geht es ja dann wirklich ins Parlament und in die Rolle der Parlamentarier, in den Umgang mit diesem außerordentlichen Schriftsteller und Bürger innerhalb der parlamentarischen Demokratie. Das wäre sozusagen also das eine Projekt. Mit Ingo Schulz habe ich schon mal, gesprochen. Das zweite wäre natürlich, weil das auch in Berlin spielt, der 4. November. Vielleicht macht ja die Akademie was zum 4. November und so, weil man kann ja nicht alles in eins packen. Aber das wäre sozusagen also die Idee, die ich habe. Ich mache ja seit 2006 so eine Reihe, die heißt Kultur neu denken und die befasst sich vor allen Dingen mit den Querverbindungen von Kunst, Kunstformen und Politik. Immer geht es eigentlich um den Pol Freiheit und Macht und dazwischen wird dann benannt, worum es in dem einen speziellen Fall wirklich geht. Und das wäre im Grunde genommen die Möglichkeit, die wir im Moment überlegen, Franz Sodann und Daniela Dahn. Und vielleicht kann man das so gut machen, dass ein Theater wie Senftenberg das aus Berlin dann sogar übernimmt. Das wäre sozusagen noch so eine Option. Ich will Thomas nicht vorwegnehmen, aber seine Idee ist ja vor allem, wir machen hier etwas, was sozusagen unsere eigenen Initiativen anregen soll und gleichzeitig aber auch Informationen geben soll und Koordination, was woanders gemacht wird. Also Anregungen kleinerer Art, größerer Art, was kann man 2013 zu diesem unglaublichen Leben und zu diesem großartigen Werk von Stefan Heim machen. Seelenschmerzen. Man mag darum streiten, ob das, was da in der DDR in den Tagen der Wende vom Oktober zum November 1989 geschah, eine Revolution gewesen ist oder nicht. Früher jedenfalls hätte kein Historiker und kein Soziologe sich gescheut, Ereignisse, die zur kompletten Umstülpung eines ökonomischen Systems führten, als Revolution zu bezeichnen. Und tatsächlich folgte auf jenen Morgen am Alexanderplatz ein Umsturz im östlichen Drittel Deutschlands, wie man ihn sich fröhlicher nicht vorstellen könnte. Bücher und Stücke, bis dato unterdrückt, kamen plötzlich heraus. Eine Presse, die nichts gewesen war, als ein langweiliges Sammelsurium von Kopfblättern des Zentralkomitees, trieb über Nacht tausend bunte Blüten. Und Fernsehen und Funk entwickelten innerhalb von Wochen und mit dem gleichen Personal wie vorher eine Qualität, welche die der Öffentlich-Rechtlichen im Westen um ein beträchtliches übertraf. Demokratie in den Medien. Aber so hatten sie nicht gewettet. Die Herren der D-Mark, die wahren Sieger der europäischen Geschichte. Eine DDR-Demokratie, eine echte, mit allem, was sich daraus ergäbe, sozial und kulturell und sogar mit Dichtern, die sich engagierten. Das nicht. Nein. Das könnte die eigenen Schäfchen, die frommen, fügsamen, am Ende selber noch infizieren. Diejenigen, die in der DDR geblieben waren und weiter versucht hatten, wo immer Gelegenheit sich bot, die Wahrheit zu sagen, zu schreiben, zu singen, zu filmen, sie sahen sich schon bald denunziert von den gelernten Meinungsbildnern. Sie seien, hieß es, viel zu feige gewesen,
Schlimmer noch, durch ihr Verbleiben im Osten hätten sie dem Unrechtsregime eine Aura verliehen von Toleranz und Kulturfreundlichkeit. Und überhaupt taugten sie nichts, und besonders als Künstler. Man habe sie nur hochgejubelt aus politischen Gründen seinerzeit. Aber jetzt, da die DDR im Orkus, könne man sich's endlich leisten, die ganze Bagage auf das Niveau zurückzustufen, auf welches sie gehöre. Das ist ein uraltes Verfahren. Schon in grauester Antike beseitigten die Sieger bei den Besiegten zuerst die Sänger und die Schreibkundigen, denn deren Wort barg Gefahr. Christoph Hein hat uns hier einen Text mitgegeben, Gegen den Wind. Im November 1994 hielt Stefan Heim als Abgeordneter und Alterspräsident die beeindruckende und schulbuchwürdige Eröffnungsrede zum 13. Deutschen Bundestag, bei der die Abgeordneten der beiden mächtigsten Fraktionen ihm den Schlussapplaus verweigerten. Kurz vor der Rede warf Bundeskanzler Kohl Stefan Heim vor, er habe in seinem Leben die Fahne immer nach dem Wind gedreht. Grund für das unverschämte Betragen und den viel diskutierten Traditionsbruch war eine wenige Tage zuvor erfolgte Erklärung des Chefs des Stasi-Archivs, worin er der Regierung und der Öffentlichkeit mitteilte, man habe Akten gefunden, die eine Stasi-Mitarbeit von Heim belegten. Wenige Tage nach der Öffnungsrede war der gleiche Behördenchef gezwungen einzugestehen, es sei ein Irrtum gewesen, Heim sei tatsächlich der Ehrenmann, für den die Welt ihn stets gehalten habe. Nein, Heim drehte seine Fahne nie nach dem Wind, aber immer gegen den Wind. Er verließ Deutschland, als dieses Land sich den Faschismus wählte. Als Soldat befreite er sein Heimatland vom Faschismus, wofür ihn die amerikanische Armee hoch dekorierte. 50 Jahre nach der Befreiung hatte endlich ganz Deutschland begriffen, dass es 1945 nicht in einer schmählichen Niederlage unterging, sondern aus deutscher Schande und deutscher Schmach befreit wurde. Den Befreier Stefan Heim dafür zu ehren, wird aber wohl noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern. Stefan Heim verließ zur gleichen Zeit wie Charlie Chaplin, Bertolt Brecht und Thomas Mann die USA, weil dort McCarthy zur bestimmenden Macht wurde und Künstler, Intellektuelle und Linke nun grundsätzlich als Verräter galten. Wenige Jahre später gab Heim die Auszeichnung der US-Armee zurück, weil eben diese Armee seiner Kriegskameraden ein Land in Asien völkerrechtswidrig überfallen hatten. In dem Staat, in dem Heim nun lebte, schrieb er seine großen Werke, seine wundervolle, vielgelesene und geliebte Literatur, und er mischte sich weiterhin ein zum Ärger dieses Staates, der, um Heim zu strafen, ein auf ihn gemünztes Gesetz erließ, eine Lex Heim. Stefan Heim ist ein großer deutscher Schriftsteller und er war einer der wichtigsten geistigen Führer der DDR-Opposition, hochgeschätzt von der Bevölkerung, aber ebenso vom westdeutschen Staat und der westdeutschen Presse. Umso erstaunlicher, dass man, als Stalin den Raum verließ und die DDR zerfiel, nicht ihn, sondern angepasste Personen der DDR, die sehr verspätet und nur vorübergehend ihr Herz für die Bürgerrechte entdeckten, lobte und förderte. Jener Behördenchef übrigens, der Stefan Heim fälschlich beschuldigte und die obersten Verfassungsorgane belog, wurde nicht versetzt oder abgestraft. Er wurde stattdessen das höchste Staatsamt gewählt. Die Denunziation und die Täuschung der Öffentlichkeit und der wichtigsten Staatsorgane müssen bei den führenden Funktionären der großen Parteien sehr erwünscht gewesen sein. Über all dieses hat Stefan Heim geschrieben, auch über die großen Verbrecher und kleinen Schurken und Mitläufer. Die Schmähschrift oder Königin gegen Defoe liest sich wie ein zuvor gegebener Bericht zu den letzten Lebensjahren von Heim. Seine Romane werden bleiben, sie liefern ein Bild der deutschen Irrung und Wirrung des 20. Jahrhunderts, des Untertanengeistes der Deutschen, ihrer aus Ehrgeiz geborenen Feigheit und ihrer mörderischen Anpassungsbereitschaft, aber auch von Hoffnungen und Utopien, von der Sehnsucht nach einem lebenswerten und liebenswürdigen Leben, für das man bereit ist, sein Leben einzusetzen. Die Werke dieses großen deutschen Schriftstellers, des mutigen Citoyens und unerschrockenbaren Kämpfers für die Rechte der Menschen werden bleiben. Das von Christoph Hein. Und das ist sozusagen eine Brücke zu mehreren Sachen, zu dem nicht angepassten, was Ingo Schulze angesprochen hattest, zu 1994, was du angesprochen hast. Thomas Nord hat ja eine ganz persönliche Beziehung auch zu Stefan Heim, auch eine politische, vielleicht dazu noch etwas, aber auch sozusagen Stefan Heim als politischer Schriftsteller und was sozusagen sollten wir mit Blick auf 2013 machen, um ihn zu würdigen. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt nicht vor, das Festprogramm heute schon vorzutragen, das wäre noch zu früh.
Ich weiß nicht genau, wer wann auf die Idee gekommen ist, den 100. Geburtstag von Stefan Heim in irgendeiner Form zu würdigen. Ich weiß nur, mich hat Dieter Böhlke auf diese Idee gebracht. Und dann haben wir gemeinsam die Initiative ergriffen, Luke und ich, und haben versucht, Menschen zu finden, denen dieses Datum wichtig ist. Und ich sage mal, ich bin eigentlich sehr froh, dass bei allem Improvisierten, was das alles immer noch an sich hat, hier heute doch sehr viele zusammengekommen sind, weil sie die Absicht haben, zum 100. Geburtstag von Stefan Heim etwas zu tun. Das finde ich, ist für mich zumindest heute die Botschaft, und darüber bin ich, wie gesagt, sehr glücklich, weil zwischenzeitlich waren wir nicht ganz so sicher, ob das jetzt ein Erfolg wird heute oder nicht. Ich finde, die Zusammenkunft jetzt ist für mich schon mal erstmal ein Erfolg, weil es deutlich macht, dass es sehr viele unterschiedliche Initiativen im Lande gibt, die Stefan Heim würdigen wollen, sich mit ihm auseinandersetzen wollen oder auch an sein Werk anknüpfen. Ich persönlich kann sagen, hatte das Glück, 1994 und 95 sein Mitarbeiter zu sein. Das war nicht selbstverständlich, weil ich dezidiert von der anderen Seite der Barrikade zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik gekommen bin. Und ich glaube, die Großzügigkeit und die Herzlichkeit und die Ehrlichkeit, mit der er bereit war, mit mir zusammenzuarbeiten, das war für mich etwas Außergewöhnliches, weil man sowas in seinem Leben nicht allzu oft findet. Solche Großzügigkeit, solche Ehrlichkeit. Und das hat mich sehr geprägt. Ansonsten verbindet mich mit ihm neben der Tatsache, dass ich ihn als Schriftsteller sehr schätze, die kurze politische Erfahrung von 2 Jahren öffentlichem politischen Engagement. Er war ja immer auch Politiker als Schriftsteller. Er hat ja nie nur als Schriftsteller agiert, sondern er war ja ein politischer Schriftsteller oder ein schriftstellender Politiker manchmal auch. Wobei das Erstere immer sehr viel stärker. Und ich denke, das für mich besonders prägend waren die 2 Dinge, die ich persönlich mit ihm erleben durfte, wo er sehr im Fokus der Öffentlichkeit gestanden hat. Das eine war seine Rede auf dem Alexanderplatz am 4. November. Das war für mich ein historisches Datum für Deutschland, aber es war auch ein historisches Datum für mich persönlich. Der Satz, hier wird ein Fenster aufgestoßen, sage ich jetzt mal, ist etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht und was man sich immer wieder mal wünscht, auch in diesem Land, dass mal wieder ein Fenster aufgestoßen wird, weil der Mief, den der damals kritisiert hat, der ist durchaus in Teilen immer noch in diesem Land vorhanden und manchmal wächst er an bestimmten Stellen auch, und es wäre ganz gut, wenn da mal ein bisschen frische Luft dran käme. Leider sind die Kräfte, die das wollen, immer sehr mit sich selber beschäftigt, zurzeit eben auch wieder mal besonders stark. Und das Zweite, was mich mit ihm immer verbindet, ist sein aufrechter Gang. Und das fand ich in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen war oder mit ihm zusammenarbeiten durfte, besonders prägend. Er ist nie eingeknickt. Ich war in der Nacht, der berühmten Nacht, durchaus auch mit Inge und ihm zusammen in dem Büro von Gregor Gysi und habe da das eine oder andere miterleben dürfen, was da auch an Druck auf ihn ausgebaut worden ist von Rita Süssmuth und anderen. Und ich denke, dass er das immer wieder bewältigt hat, dass er immer stehen geblieben ist, dass er geradlinig geblieben ist, dass er keinem Druck nachgegeben hat, weder zu DDR-Zeiten noch später in der Bundesrepublik. Das war, was ich und ist etwas, was ich an ihm bewundere und was für mich immer wieder auch eine Orientierung ist, wenn ich selber in solchen Situationen bin und ich denke, jetzt müsste man eigentlich die Sachen packen und gehen, dann denke ich hin und wieder an Stefan Heim und sage, okay, dann mach den Koffer nochmal auf, versuch's nochmal, vielleicht klappt es hier doch irgendwie und geht es doch irgendwie weiter. Bis jetzt, muss ich sagen, ist das auch meistens eingetreten. Soweit vielleicht zu mir persönlich. Ansonsten wäre es mir sehr wichtig, dass wir versuchen sollten, hier heute einen weiteren Schritt zu gehen, um Menschen zusammenzuführen, die etwas zum 100. Geburtstag machen wollen. Ich glaube, dass der Antifaschist, der Demokrat, der Antimilitarist, der demokratische Sozialist heute sehr aktuell ist, dass er uns politisch sehr viel geben kann, auch in der Auseinandersetzung, teilweise in den eigenen Reihen, aber auch teilweise in dieser Gesellschaft. Da wäre er für viele, könnte er für viele ein Orientierungspunkt sein, mit dem, wie er gelebt hat und mit dem, was er auch politisch gedacht und gesagt hat. Ich denke aber, darüber hinaus wäre es eben toll, wenn wir zum 100. Geburtstag viele literarische Veranstaltungen hätten, wenn wir Filmveranstaltungen hätten, wenn wir Ausstellungen hätten, wenn wir Lesungen hätten und das, ich sag mal, wirklich in der ganzen Breite der Palette, die die Persönlichkeit Stefan Heim möglich macht. Das muss nicht alles politisch sein, es kann aber politisch sein, es kann persönlich sein, es kann Literatur sein, es kann politische Geschichte sein, es kann durchaus die Auseinandersetzung mit einzelnen Themen wie dem Faschismus und anderes sein. Das alles ist in der Biografie von Stefan Heim angelegt und vertreten.
Und insofern wäre es mir wichtig, dass wir, wenn wir uns hier heute vereinbaren, dass das passieren soll zum 100. Geburtstag, klar ist, dass das davon leben muss, dass hier ganz viele Akteure gleichberechtigt miteinander agieren. Es kein Versuch der Dominanz gibt, das ist mir ganz wichtig, das nochmal ausdrücklich zu sagen. Ich komme aus einer bestimmten Schule, ich weiß, wovon ich rede. Könnte das auch historisch alles belegen. Das alles muss vermieden bleiben und werden, sage ich jetzt mal, in dem, was da stattfinden kann. Und dann wäre es eben das große Ziel, diesen 100. Geburtstag zu einem gesellschaftspolitischen Ereignis zu machen im nächsten Jahr, das auch von einer breiteren Öffentlichkeit wieder wahrgenommen wird. Daran liegt mir, das ist das, was uns sozusagen inspiriert hat, das Ganze hier auf uns zu nehmen. Und wenn wir da viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, heute und in den nächsten Wochen und Monaten, wäre mir das sehr recht. Am Ende könnte möglicherweise eine Programmzeitschrift für das Stephan-Heim-Jahr stehen, wo sich diverse öffentlich große, bekanntere Persönlichkeiten öffentlich äußern zu dem, was sie mit Stephan-Heim verbindet, ähnlich wie wir es hier heute getan haben. Und wo dann, ich sage es jetzt mal ganz neutral, schlicht, aber drin steht, wer macht wann was was zum 100. Geburtstag. Und möglicherweise verständigen wir uns dann noch auf eine große Veranstaltung, die wir alle gemeinsam gestalten und betreiben wollen, wo man es wirklich dann zum Geburtstag selber würdigt. Das wäre im Moment das Anliegen, was uns antreibt. Und ich bin nach dem heutigen Tag schon wieder etwas optimistischer, dass uns das gelingen könnte. Dankeschön. Man soll nicht glauben, dass die Herren so fest im Sattel sitzen, wie sie tun. Zeit rollt furchtbar schnell und gern, und gegen Zeit sind diese hohen Herren auch nicht immun. Die Zeit sägt an den Füßen der bequemen Sessel. Die Zeit zerfrisst die allerstärkste Fessel. Die Zeit macht Dampf in ihren Kessel. Sich ängstlich aufbemühen und den Bizeps im Rundfunk spielen lassen. Die Zeit macht Inventur in allen Kassen. Die Zeit pfeift auf Beamtenmassen. Die welken schon, die heut noch rosig blühen. Man soll nicht glauben, dass die Herren so fest im Sattel sitzen, wie sie tun. Die Zeit rollt furchtbar schnell und gern, und gegen Zeit sind diese hohen Herren auch nicht immun.